Auch bei Austrian Airlines ist es jetzt soweit, dass die Melangerie, also die Buy-on-Board-Angebote, erneuert werden. Es gibt in deutschen Lufthansa-Lounges keine Maskenpflicht und künstliche Intelligenz wird bei Lufthansa immer wichtiger. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. 100. Sendung heute, 100 Mal von euch Applaus bekommen, 100 Mal abonniert worden, 100 Mal Glocke angemacht worden, 100 Mal Like gegeben worden, 100 Mal kommentiert. Das wäre das, was ihr hättet tun können. Wer es 100 Mal gemacht hat, danke. Wer es weniger getan hat, ist auch okay, weil beim Abonnieren reicht einmal, Glocke reicht auch einmal. Und ganz, ganz wichtig, aber jedes Mal kommentieren. Also, machen, machen, machen. Danke für alle, die die 100. Sendung möglich gemacht haben mit ihrem Einsatz, wie Mario zum Beispiel, und vor allem aber auch denen, die es geguckt haben, weil wir machen das ja nur für euch. Genauso wie wir die Sendung für euch machen, machen wir auch unsere Community-Events. Wir hatten Frankfurt schon, wir haben jetzt aber Berlin auf der Agenda und wir haben auch Zürich auf der Agenda, auf vielfachen Kundenwunsch, aber nicht wie bei Lufthansa als Drohung, sondern als Angebot von uns. Und wir haben am 28. April in Berlin den Stammtisch und am 29. in Zürich am Flughafen. Berlin machen wir es nicht am Flughafen, weil Berlin hat keinen Flughafen. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir haben ja ein Lufthansa Group Update, ne Mario? Ja, würde ich mal sagen. Da gehört jetzt der BER nicht zwingend dazu. Kommst du zum Stammtisch? Komme ich gerade aus den USA wieder und habe dann noch direkt danach einen dienstlichen Termin. Ich fürchte, ihr müsst dieses Mal auf mich verzichten. Ich bin dann beim nächsten Mal mit dabei. Mario fliegt morgen nach Amerika. Lars fliegt am Montag nach Amerika. Er fliegt Air Canada. Ich fliege Finnair. Jeder hat seine Vorliebe. Lufthansa fliegt auch wieder weiter. Austrian Airlines fliegt noch weiter und zwar nach Tokio. Das war ein geiler Übergang. Ich muss mich gerade selber loben. Ne? Ja, aber super. Fantastisch, fantastisch. Oder sollte man sagen, Konnichiwa aus dem Servus geprägten Österreich. Sozusagen. Aber ja, er muss ja auch gleich einen Umweg fliegen. Er kann ja nicht mal so direkt fliegen, wie er das früher immer getan hat. Also, aber wer gerne mal ältere 777-200 fliegen möchte, dem sei Austrian Airlines empfohlen. Wer mit einem älteren Herrn nach Amerika fliegen will, kann gerne mit Air Canada morgen fliegen. War doch Air Canada, ne? Nein, war nicht der Kanada, aber ich verrate nicht, mit wem ich morgen fliege. Hast du Angst? Mario hat Angst. Ja. Bei der 100. Sendung können wir auch albern werden. Das stimmt. Ja, man hat ja immer Angst, nachher trifft man an Bord jemanden, der eine Schirmmütze auf hat, auf der steht, welchen Status er hat. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ja, na gut, das ist das Problem. Aber ich sag mal so, wenn du darauf stehen hast, nur Zen, dann ist das ja gar nicht mal so wichtig. Ja, das stimmt, da hast du recht. Der Zen. Der Zen. The Mann. Ja, vielleicht möchtest du doch noch ein bisschen was zum Tokio-Flug sagen mit der Anna. Mit der Austrian. Also im Prinzip, man fliegt 35 Mal nach Nordamerika, aber man fliegt jetzt auch wieder nach Asien mit deutlich höheren Kosten für die Austrian, weil Mario hatte das ja auch richtigerweise gesagt, die Strecke wird länger. Ab dem 4. Mai kann man das Ganze wieder mit der Austrian Airlines genießen. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Business Class. Das hat man halt als Problem. Aber der Flug hat 2,5 Stunden mehr Flugzeit, weil man natürlich nicht über die Ukraine und durch Russland fliegen kann. Deshalb fliegt man obenrum, untenrum, je nachdem, wie der Wind steht. Und man hat aber da so ein bisschen, sage ich jetzt mal, eine Kompensationsmöglichkeit durch das Frachtaufkommen. Heißt also, dass man da mit dem Frachtaufkommen was kompensieren kann. Wer jetzt mit dem Bus fahren muss, weil das Flugzeug draußen ist, und damit gleich den Übergang zum nächsten Thema, elegant, wie ich das mache immer,
Es gibt einen Flug zum Bus, nein, einen Bus zum Flug, wenn man außen steht, als Business-Class-Passagier. Ja, so ist das richtig. Und ich habe das Thema ja schon gehabt, aber ich wollte das mit Mario einfach mal besprechen, weil Mario ist ja der klassische Business-Class-Urlaubsflieger. Wie siehst du das, wenn du am Flughafen ankommst, auch mit der Kurzstrecke? Möchtest du einen eigenen Business-Class-Bus haben? Ja, unbedingt. So wie das auf dem Züricher Flughafen schon seit längerer Zeit gang und gäbe ist. Wenn du da ankommst auf einer Außenposition, egal ob dienstlich oder privat, dann steht da ein kleiner Bus für die Business-Class-Passagiere und die hüpfen da schnell rein und sind dann weg, schon am Terminal, während halt der große Bus immer noch auf die Eco-Passagiere wartet. Insbesondere würde ich mir sowas in Frankfurt wünschen. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, auch für die Statuskunden, also die Senatoren, und dann noch ein Business-Class-Ticket. Man hat zwar Preboarding, man darf dann als erstes die Treppe runtergehen zum Bus und dann steht man dort, gerade jetzt in Pandemiezeiten, dicht gedrängt mit allen anderen. Also ich weiß nicht, wofür da der Benefit sein soll. Das, was da in Zürich schon seit vielen Jahren quasi gelebte Praxis ist, das sollte eigentlich auch an den anderen großen Hubs der Lufthansa eigentlich auch möglich sein. Und ich finde es sehr gut, wenn die Auswählen das jetzt in Wien macht und die Business-Class-Passagiere vorher abgreift. Leider weiß man nicht, wann es startet. Es soll starten, aber es wurde kein Datum spezifiziert, bis jetzt auch noch nicht leider. Deshalb lass uns zum nächsten Thema kommen und das ist Essen. Und, Dein Essen, Lieblingsthema. Ja, das ist so. Mario versucht ja das immer auf mich abzuwälzen. Dabei bin ich voll schlank und ich esse eigentlich selten im Flugzeug, um nicht zu sagen, eigentlich weniger als mehr. Wobei das weniger definitionsweise für jeden manchmal auch mehr sein kann. Aber bevor wir uns hier weiter verhaspeln, gebe ich euch einfach die neue Melangerie. Ich blende die mal ein. Mario und wir sind jetzt einfach weg aus dem Bild. Und es steht auf dem PDF, was ich runtergeladen habe, ganz einfach: Melangerie, traditionell, geschmackig, österreichisch. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das Bild ist schon mal richtig schön. Und ich gehe einfach mal durch, ich scroll einfach mal hoch. Da sieht man halt einfach die hausgemachten Topfennockerl und die warmen Schmankerl. Und zwar die Altwiener Paprikahändel. Die übrigens richtig geil aussehen, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, Mario. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Nein, also die Gerichte, wenn sie nur annähernd so aussehen wie auf den Fotos, also nur annähernd so serviert werden wie auf den Fotos, ist alleine schon dieser Anblick sehr lecker. Also ich bin ziemlich begeistert von allem, was dort in der Karte so zu sehen ist. Und dieses Paprikahändel, aber auch die vielen anderen Sachen, ja, super, würde ich sagen. Ja, also dieses Henry, das ist ja eine Marke von Do & Co. Und ich finde die fast schon leckerer vom Gucken her, als das, was bei der Lufthansa ist. Wenn man das Laugeneck mit Neuburger sieht, das ist lecker. Ich finde dieses Bauernwecker ist jetzt nicht ganz so optisch gelungen, das untere, aber das ist jetzt eine Geschmackssache. Dann natürlich auch Aperol Spritz, die ganzen Kaffeesachen, die es natürlich da gibt. Österreichisch, meindelmäßig, Durstlöcher, Almdudler ist für mich eigentlich immer so ein geiles Ding. Finde auch diesen Gösser Naturradler richtig lecker, wobei es gibt einen, der ist mit Grapefruit, Limette und Zitrone. Der ist auch richtig geil, den haben sie leider nicht. Dann die Miniaturen, logischerweise. Wein gibt es auch, lokale Weine, Wiener gemischter Satz ist dann natürlich auch schön. Das sind dann auch wieder lokale Sachen. Oder aus dem Bauchladen finde ich auch die Formulierung einfach nur sehr schön, weil es ja, also ich finde das hübsch, wie der Österreicher das macht. Ja. Da gibt es auch die Soletti, also Salzstangen, wie wir in Deutschland sagen würden. Das, was bei uns, glaube ich, Balsen ist, ist bei denen Soletti. Und dann gibt es natürlich die Manna Original Neapolitaner Schnitte, da kriegst du auch schon Sprachstörungen. Aber auch gibt es wieder Kombi-Angebote, wo ihr einfach mal nochmal Geld sparen könnt und 1 oder 2 Euro aus dem Sackerl wegbekommt. Und natürlich auch Vösslauer Wasser, wir wollen uns die Bedingungen nicht angucken und dann dürft ihr uns wieder anschauen.
Ich möchte dafür aber eine kurze Sache noch mal reinbringen. Wenn ihr die Bilder euch noch mal vor Augen führt, die es da gab, und dann einfach mal guckt, was die lustigen Deutschen haben in der Melangerie. In Deutschland heißt das Ganze ja auch relativ sexy, Onboard Delights. Ich verstehe das gar nicht, warum man das auf Ausländisch macht. Beim Österreicher kannst du ja auch Österreichisch sprechen. Dann guckt ihr euch, warte, ja. Ist das scharf? Wenn man sich das anguckt, da sieht das Österreichische irgendwie leckerer aus. Man muss es so sagen. Man muss also, es so sagen. Also, ich meine auch auf der Kurzstrecke, wenn ich mal so von Wien nach Frankfurt oder wie nach Hannover geflogen bin, auch das Essen dort, was es dort in der Business Class gab, war immer wirklich ganz exzellent. Also ganz selten mal, dass es, dass man da enttäuscht war. Ja, und vor allem spannend, und ich möchte das jetzt noch mal kurz reinblenden, ich hoffe, das wird jetzt scharf, warte, ich guck mal, ist scharf, ja. Also beim Deutschen gibt es halt einfach nur einmal Kaffee, aber beim Österreicher gibt es halt einen Spender, zwei Spender, drei Spender, ich weiß gar nicht, was es da alles für gibt. Also, sorry, aber Austrian ist leider leckerer, alleine optisch-ästhetisch. Wir müssen das auch noch mal schauen. Also wer bei Austrian jetzt bald essen will, sollte das tun, weil wir natürlich Folgendes immer wieder festhalten müssen. Diese Änderung, Austrian war ja der Erste, der es ja auch eingeführt hatte, wenn man ehrlich ist, ne? Sage ich ja so. Ja. Und der Österreicher kann einfach besser kochen als der Deutsche. Ist halt einfach so. Beim nächsten Thema geht es auch ums Essen und Trinken, Wein, Weib und Gesang. Einmal logischerweise bei der Lufthansa höherer Champagnerkonsum und volle Flüge zu Ostern. Also das hat ja Carsten Spohr auch auf der A4E Summit in Brüssel gesagt. Wir sind voll, hat ja auch jedem direkt empfohlen, nach seiner Rede direkt buchen zu gehen. Ich hoffe, ihr habt das gemacht, weil nämlich für die Sommerferien wird das auch relativ voll. Ostern ist wirklich pickepacke voll. Die Preise sind auch so, weil die Ostertage natürlich einen zum Reisen einladen. Wenn man die Lufthansa Group Zahlen nochmal sieht, ist es so, dass am ersten Wochenende mehr als 1500 Abflüge alleine von der Lufthansa Gruppe in Frankfurt sind und mit über 225.000 Passagieren. Am meisten nachgefragt ist Portugal, Spanien, Griechenland sowie Ost- und Westküste Amerika. Also insofern bist du voll im Trend, Mario. Ja, du auch. Ich krieg Finnair, nicht Frankfurt, sorry. Ach so, ja gut, aber was die Reiseziele angeht, bist du voll im Trend. Ja, wobei dann natürlich viele erst hinfliegen, weil ich dahin fliege, aber ich fliege mit Finnair, weil es an dem Tag natürlich gab, sonst wäre ich an einem anderen Tag geflogen. Und dann natürlich Champagner, ne? Also das heißt, Carsten Spohr hat ja auch gesagt, das war im Spiegel-Interview, dass der Shampoos-Konsum sich gesteigert hat. Wie kommt das denn, Mario? Hast du dafür eine Erklärung? Naja, wir haben es ja schon mal erwähnt, auch die Business-Class-Kunden und auch die First-Class-Kunden haben wieder angezogen und da gibt es ja bekanntlicherweise dann ein gutes Schlückchen zu trinken und ja, nach so langer Zeit sind die Leute, auch was den guten Champagner bei der Lufthansa angeht, einfach ausgedürstet und bestellen ihn wahrscheinlich zuhauf. Nein, aber mit mehr Flügen in Business und First-Class wird natürlich auch einfach mehr Champagner ausgegeben. Ja, wobei man natürlich, wie du schon richtig sagtest, davon ausgeht, wenn es Privatreisende sind, die haben eher mal so einen Schluck und mehrere Schlücke dann unterwegs. Und wichtig ist halt einfach, natürlich bei Geschäftsreisen, die sind ja eher da unauffällig, wobei es da auch Ausnahmen gibt. Nächstes Thema, Ausnahmen, Eurowings. Die fliegen vom Memmingen aus. Ich wusste gar nicht, dass Memmingen überhaupt noch einen Flughafen hat. Die das war mein erster Gedanke. Deshalb darf ich auch die Sendung, nein, ich darf die Sendung mit dir machen, weil ich ähnliche Gedankengänge habe. Memmingen mit der Euro-Disco, dreimal die Woche. Und zwar geht das dahin ab 3. Mai. Flugtage sind halt dienstags, donnerstags und samstags. Unter der Woche ist es immer am Nachmittag und am Samstag geht es halt schon um 11.50 Uhr los, weil das ist auch irgendwie erweiterter Nachmittag für mich. Aber für viele ist das frühmorgens, je nachdem, wie man feiert auf Mallorca, kann das eine Zeit sein, die man nicht normalerweise macht. Was halt das Erschreckende ist, positiv gesprochen erschreckend, die Eurowings hat ja Stockholm eröffnet als Basis, Prag und so weiter. Die gehen wie eine Spinne durch halb Europa
Und mit der Flotte mit 44 A319er, mit 56 A320ern, sie haben ja auch die erste A320neo bekommen. Also insofern kann man da jetzt ehrlicherweise sagen, Eurowings ist wohl die Zukunft, ne? Ja, ist ja schon mit gut 100 Flugzeugen und es sollen immer noch mehr dazukommen, ist das schon mal eine beachtliche Flotte, würde ich sagen. Ja, das ist krass. Also die sind fast größer als einige andere in dem Konzern. Ne? Wenn man mit der Auer vergleicht, ist man da auf der Überholspur. Aber ist ja auch ein anderes Produkt. Überholspur ist jetzt auch in Frankfurt möglich. Die Maskenpflicht ist gefallen. Warum? Ganz einfach, wenn man Schnappatmung mit der Maske bekommen hat oder einfach sagte, mit der Maske mag ich nicht. Kein Problem. Ist in Frankfurt von gestern die Geschichte. Heißt also, wie sieht das aus, Mario, mit Maske, ohne Maske, also Frankfurt? Wir hatten es ja, glaube ich, in der vergangenen Woche schon, dass auf dem Flughafen in Frankfurt dann auch keine Masken mehr getragen werden muss. Nur noch da, oder man wird dann empfohlen, zwar eine zu tragen und genug Abstand zu halten, aber in den Lounges war eigentlich noch Maskenpflicht, aber die ist jetzt auch gefallen und natürlich wird auch dort gesagt, wenn Sie freiwillig eine Maske tragen wollen, dann tun Sie dies. Aber es gibt keine Pflicht mehr. Ja, also ich finde das ganz wichtig, dass diese Maskenpflicht nicht heißt, also der Entfall einer Maskentragepflicht da heißt, dass man keine Maske mehr tragen darf. Ich glaube ganz einfach, dass man die Maske tragen soll. Ich selber erwische mich natürlich gerade in Ländern wie Finnland, wo keine Maskenpflicht mehr ist, außer im öffentlichen Transportation, wo es übrigens vorher auch nie eine wirklich gab, außer im öffentlichen Transport, weil es gesetzlich dann nicht möglich war, oder auch in Schweden, dass ich auch faul werde und die Maske nicht trage. Aber ich habe die Maske trotzdem immer am Mann, wie es sich für einen guten Bundeswehrsoldaten gehört. Hat man alles am Mann und wenn ich das Gefühl habe, und das war einmal beim Einkaufen, dann ziehe ich sie doch wieder an, weil es mir zu wuselig und zu eng war. Am Flughafen, in der Sicherheitskontrolle oder sowas, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir so eine Maske ins Gesicht stecke. Also, also insofern, denkt daran, nehmt die Maske mit, seid responsible, nehmt da Rücksicht auf andere Leute. Nicht unbedingt so viel, wie ihr auf euch selber Rücksicht nehmt. Heißt also im Prinzip gesunder Menschenverstand. Wenn ihr sagt, andere sollen eine Maske tragen, fangt lieber mit eurer Maske selber an. Weil wir haben hier nachweislich, ich weiß, es gibt Leute, die eine andere Meinung haben, aber die FFP2-Maske ordentlich getragen, schützt vor Infektion. Ist so. Sie. Also sogar absolut. Einen selber. Also muss man der Ehrlichkeit halber so sagen. Ja, das letzte Thema ist ein Thema, wo man auch sich schützen muss vor, eigentlich, das ist vor der künstlichen Intelligenz oder wie es im Englischen heißt, AI, Artificial Intelligence. Und warum ist das so? Ich habe da vor über anderthalb Jahren auf der Hamburger Security Conference, Aviation Event war das, geredet, zusammen mit dem Head was war der eigentlich genau vom Titel her? Auf jeden Fall war er der Verantwortliche der Bundespolizei für die Gesichtserkennung, zum Beispiel am Ostbahnhof, wo der Test lief in Berlin, aber auch für diese ganzen Erkennungssachen. Und da haben wir das Thema diskutiert mit künstlicher Intelligenz. Und da war auch ein Thema, was ich dann angeschnitten hatte für uns Passagiere, dass Lufthansa anfängt, diese künstliche Intelligenz zu nutzen, auf der einen Seite, um uns zu unterstützen. Das heißt also in dem Zitat, was der Lufthansa-Verantwortliche gegeben hat, der das Projekt mit zusammen mit der Boeing und mit Microsoft macht, gesagt, dass man natürlich einer Business-Reisefrau ein anderes Angebot macht als einer Familie, die reist. Das heißt also eine Businessfrau, die weiß ja, was sie will, weil man zum Beispiel mehr Datenpunkte hat, weil sie vielleicht sogar Senatorin oder Horn Circle sogar ist und da dann weiß, dass sie vegan oder was auch immer besondere Essensvorlieben hat. Bei den Familien weiß man das nicht unbedingt, weil man nicht so viele Datenpunkte hat. Das heißt also, man müsste es abfragen. Das ist die gute Seite der künstlichen Intelligenz. Das heißt also, dass man dann zum Beispiel sagt, hey, wie sieht es aus? Du brauchst einen Mietwagen mit vier Leuten oder also solche Sachen. Wo die künstliche Intelligenz, und das ist das, was ich in einem Gespräch da in Hamburg auch erwähnt hatte und die Leute gesagt haben, fand ich es schlecht, das hat Lufthansa aber auch gesagt, ist, dass man natürlich, wenn man weiß, dass die Frau als Businessreisende oder Mario als Businessreisender nicht so preisaffin ist, dann zeigt man ihm gar nicht billige Möglichkeiten, sondern gibt ihm direkt ein teures Ticket.
Heißt also zum Beispiel, dass man, wie das bei Apple-Produkten so üblich ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ihr bekommt, je nachdem in welchem Shop ihr einkauft, in einem Apple-Produkt bei Flugpreisen einen anderen Preis angezeigt, der teilweise höher ist als der, der mit dem Android-Gerät abgefragt wird. Für dasselbe, ja, selben Flug, selbe Zeit, alles same, same. Und das ist das, was ich eigentlich schade finde, dass man dieses gegen uns Kunden verwendet. Also insofern diese künstliche Intelligenz, natürlich weiß ja der Lars, der fliegt gerne Business Class, isst gern Rindfleisch. Ist das jetzt politisch korrekt? Ist egal. Klar. Klar, eine halbe Kuh. Seine Cola mit Orange. Also dass, wenn man halt diese Sachen weiß, das ist ja okay. Aber es ist nicht okay, dass man mir zum Beispiel die Preise von gewissen Tickets einfach nicht sagt, weil man sagt, das macht er nicht. Und auch bei Hotels, bei Mietwagen, ist das ja auch schon teilweise so, diese Verarschung. Jetzt kannst du reden, Mario. Ja, ich gebe dir da, vollkommen recht. Wir hatten das ja schon mal. Und es ist ja nicht nur bei den verschiedenen Geräten. Das System merkt sich auch, wenn du mehrmals den nach demselben Flug suchst, weil du darauf hoffst, dass sich da vielleicht Preise oder sowas ändern, dann weiß das System, derjenige oder diejenige, die nach dem Flug dort fragt, die hat ein hohes Interesse daran, die will da auf jeden Fall hin. Und warum soll ich ihr dann irgendwie günstigere Preise anbieten? Weil am Ende wird derjenige oder diejenige ja auf jeden Fall buchen, weil das System davon ausgeht, wer sehr oft denselben Flug oder dieselbe Flugverbindung sucht, der möchte dort auch hin. Und das sind natürlich Dinge, ja, die für uns, wie du schon zu Recht sagst, nicht so wirklich gut sind. Auf der anderen Seite, ja, ist halt, die Medaille hat immer halt zwei Seiten. Auf der anderen Seite können sich vielleicht oder sind viele Dinge dann für den Vielflieger auch etwas einfacher, weil er, ja, weil man halt genau weiß, was er möchte. Gangplatz, das berühmte Rind zu essen oder was auch immer. Und ja, erzähl euch weiter. Ich spiele gerade, wie das funktioniert. Ja, dann ist das natürlich eine wirklich gute Sache. Aber ja, man muss es abwarten und der Fluggast muss dann halt letztlich auch dagegen halten, ne? Mit VPN-Leitungen oder dergleichen und sich ein bisschen tarnen bei der Buchung. Ja, ganz genau. Und das ist halt das, was man machen muss. Es ist halt in meinen Augen nicht so hübsch, wenn das gegen uns verwendet wird. Warum habe ich euch das gerade gezeigt, was ich euch gezeigt habe? Mario konnte es wahrscheinlich auch nicht lesen, weil er sich so konzentriert hatte auf das, was er sagte. Ich habe gerade live reinbekommen von einem Leser, Zuschauer. Hallo Lars, hier ist Piep. Ich weiß nicht, ob ich das nennen kann. Seit einiger Zeit verfolge ich deinen YouTube-Videos Takeoff und du machst das sehr gut, informativ, cool und mit deiner eigenen Art. Daumen hoch, ein Anliegen hat er. Natürlich erst mich loben, das ist so, wie er es macht. Wer mir WhatsApp schreibt, lobt mich. Lobt Mario übrigens auch. Lobt Mario mehr als mich. Ich weiß ja, dass ich toll bin. So. Jetzt aber das Problem. Jetzt das Problem. Und zwar, er schreibt ganz einfach, er ist sehr viel unterwegs und übernachtet sehr, sehr oft im Hotel. Und das ist etwas, was, wo er richtig recht hat. Mario schaltet sich da gerade auch raus. Ich hoffe, das Piepen kommt nicht rein. Er sagt, Legionellen ist ein Riesenproblem. Warum? Ganz einfach, weil Hotelzimmer werden nicht so benutzt, wie sie früher genutzt worden sind. Und er schreibt dazu, da kann es vorkommen, dass Zimmer über Monate nicht belegt sind. Gefährliche Legionellen befinden sich in den nicht genutzten Leitungen. Ich habe es schon ewig so gemacht, sobald er in ein Hotelzimmer eincheckt, lässt er alle Wasserhähne eine Minute laufen. Ja, also insofern kann ich an dieser Stelle einfach nur sagen, mach das auch. Legionellen ist nicht mit zu spaßen. Ich habe Gott sei Dank bis jetzt immer nur in der Zeitung davon gelesen. Ich weiß gar nicht, wo Mario jetzt bleibt. Also dafür nochmal vielen Dank für deinen Tipp. Und wir haben das jetzt in die 100. Sendung für dich aufgenommen. Frank, den Vornamen darf ich nennen, danke für deine Mitteilung. Mario hat gerade sich ausgecheckt. Ich würde dann einfach an dieser Stelle sagen, wir haben 25 Minuten geschafft. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei wart. Ihr habt noch einen Service-Tipp am Ende bekommen. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt oder etwas, was wir in der Sendung besprechen sollten, dann lasst es mich doch einfach wissen und wir machen das gerne. Aber abonniert, Glocke an,
kommentiert. Ich muss es jetzt selber machen, weil Mario nicht da ist. Ich nehme mal selber auch raus, dann ist er auch weg. Und ganz, ganz wichtig, kommentieren, Like da lassen. Also, danke, dass ihr das gemacht habt. Danke, dass ihr bei uns treu gewesen seid in der 100. Sendung. Darf man ja auch mal so ein bisschen albern sein, oder? Ich weiß es nicht. Also, bis dann. Und Mario schreibt gerade, was ist passiert. Er ist rausgeflogen. Aber er sagt auch Tschüss und bis morgen wieder. Und dann schauen wir mal, wo die Sendung herkommt, weil ich ja unterwegs bin. Mario ja auch. Also nee, quasi gestern. Heute, Sonntag. Verwirrend. Also, bis dann. Ciao.